Ich bin in Rotenturm aufgewachsen. Mein Vater war dort Dorflehrer. Und man war einfach irgendwo ein Aussenseiter von Anfang an. Ich kann mich erinnern, im Kindergarten habe ich einfach nonstop gezeichnet. Also eine richtige Produktion gehabt und habe mich eigentlich auch so abgeschottet. Meine Kunst hat sich im Laufe von den Jahren seit dem Studium in Düsseldorf, also seit 1990, so langsam und kontinuierlich fast, so zu etwas Eigenem entwickelt und etwas Unverwechselbarem. Die Kunst, die ich arbeite, ist prozessorientiert. Der Prozess steht immer im Vordergrund. Also Bewegung in der Malerei, dass ich mich zwischen den Malkörper hin und her bewege und die miteinander agieren lasse. In der Fotografie, im Film, dass ich durch Berge wandere und eigentlich Abläufe und zeitliche Abläufe festhalten. Es ist immer eine Dauer. Es geht eigentlich nicht um ein Endprodukt. Der Berglistüber, der Wasserfall, ist einer von diesen Orten, wo ich eigentlich regelmässig hingehe und Begegnungen mache. Die Inspiration hole ich überall her, also aus jedem Feld, wo ich wahrnehme. Da interessiert mich die Bergwelt, die mich hier umgibt. Wenn es in der Natur einen Bergsturz gibt, dann gibt es Steine, die sich aufspalten, die fast explosionsartig auseinanderkehren. Und dann siehst du drinnen das Innenleben von einem Stein. Und das ist eigentlich etwas, wo ein sehr ähnliches Bild macht, wie wenn ich das mit einer Hobelmaschine abtragen würde. Notizen und Skizzen haben eigentlich immer eine grosse Rolle gespielt, dass ich eigentlich immer Sachen aufgeschrieben habe. Und seit etwa 3 Jahren hat sich das eigentlich so als Zeichnung manifestiert, dass ich eigentlich nicht mehr schreiben oder nicht mehr Sachen aufschreibe, sondern auch, dass ich einfach eine Zeichnung von meiner näheren Umgebung mache. Wichtig in meinem Leben ist mir die Anerkennung von meiner Arbeit. Ich setze eigentlich die ganze Energie rein, dass das auch passiert. Dass das einfach eine Kultur und ein Weiterbestehen hat, dass das eine Entwicklung gibt.